Jean-Paul Martin, gestern kam ein Tweet, die Auferstehung des Jean-Paul Martin nach 5 Jahren. Wo hast du die letzten 5 Jahre gelegen? Nun, nach der Pensionierung habe ich mir vorgenommen, die Stadt Ingolstadt anzugehen und dort mich zu verwirklichen. Das heißt, da eine gewisse, viele Aktivitäten zu entwickeln und das heißt, mich bekannter zu machen, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Und das hat mich voll beschäftigt, 5 Jahre. Und jetzt habe ich sowas wie ein Ergebnis und komme wieder zurück. Wie kommt man in eine Kommune rein, um etwas aufzubrechen, etwas zu verändern, quasi eine Kommune zu bilden? Ja, zunächst mal muss man ganz bescheiden anfangen. Also ich war bei den Grünen, war länger Zeit nicht aktiv und bin dann wieder reingegangen. Aber natürlich haben die nicht gesagt, toll, du kriegst sofort was Wichtiges, sondern du klebst Plakate. Dann bin ich in eine andere Gruppe gegangen, wo es um Asylbewerber ging. Auch da habe ich geholfen, vielleicht in der Fußgängerzone einen Stand zu machen. Dann habe die Idee gehabt, einen Philosophiekurs einzuführen, habe gebettelt, dass ein paar Leute kommen. So geht's los. Und dann so im Laufe der Zeit wurde meine Aktivität immer bekannter, haben sich vernetzt die Leute. Den kennst du? Ja, den kenne ich auch aus was anderem. Und auf die Weise habe ich mir sowas wie einen Resonanzraum geschaffen. So wie ich dich kenne und so wie ich dich hier auch wieder erlebe, bist du ja ein Energiebündel, das man eigentlich nicht übersehen kann. Hast du nicht auch Kontra bekommen im Sinne von, was will der da? Naja gut, ich bin ja so strukturiert, dass ich Gegner oder Kontra wenig wahrnehme. Einfach, weil ich weiß, es ist völlig logisch, dass wenn man mit meinem Auftreten, dass bestimmte Leute mich nicht mögen. Also ich polarisiere, das ist nicht mein Ziel, aber ich weiß, dass es so ist und ziehe meine Sachen durch. Und welche Ergebnisse kannst du jetzt vorweisen? Ja, also ich habe festgestellt in diesen 5 Jahren, in denen ich sehr viel gekämpft habe in Ingolstadt, dass ich hatte schon ein Menschenbild und dass dieses Menschenbild trägt. Ich habe 30 Jahre lang daran gearbeitet und habe das umgenannt von Menschenbild in Glücksmodell, weil tatsächlich das, was ich gerade beschrieben habe, zu Glück führt. Und jetzt möchte ich verbreiten, und welchen Strukturen Glückschancen den Menschen gegeben werden können. Auch in der Politik, in der Schule, in allen Lebensräumen. Jetzt ist die nächste Frage naheliegend. Was ist denn nun Glück oder was macht den Menschen glücklich? Was ist die Voraussetzung dafür? Was hast du herausgefunden? Also zunächst mal kennen die meisten Menschen die Bedürfnispyramide von Maslow. Und mir ist durch viel Reflexion aufgefallen, dass ein Grundbedürfnis, was bis jetzt nicht beachtet worden ist, das Bedürfnis nach Informationsverarbeitung. Also ich glaube, dass es sogar wichtiger ist als Essen und Trinken und physiologische und Sexualität. Menschen sind so programmiert, dass sie Informationen verarbeiten müssen und dass diese Informationsverarbeitung ihnen Kicks verschafft, Flow verschafft. An der Ebene setze ich an. Das ist doch ein Punkt, an dem du eigentlich schon dein ganzes Leben lang ansetzt. Du hast Lernen durch Lehren entwickelt, hast das 30 Jahre lang gemacht, dann bist du aus der Schule gegangen, da war das erstmal weg, weil du gesagt hast, bin aus der Schule, ich mache da nichts mehr, ich bin jetzt inkompetent, weil ich ja nicht mehr die praktischen Erfahrungen habe. Und jetzt kommt LDL auch wieder hoch. Ist das auch eine Form von Informationsverarbeitung? Und wie geht's dir so? Du wolltest eigentlich davon Abstand nehmen, jetzt holst du dich wieder ein, das ganze LDL-Thema. Oder hat sich nie losgelassen? Naja gut, das freut mich natürlich sehr, weil andere Leute haben sich damit beschäftigt, aber ich habe nicht mehr die Rechtfertigung gesehen, dass ich da auftrete in diesem Rahmen, aber es ist seinen Weg gegangen und insofern, dass es wieder aufpoppt, das ist auch eine Sache, die ich immer schon erlebt habe in meinem Leben, pushen an zig verschiedenen Ecken und sich freuen und überrascht sein, wenn plötzlich etwas emergiert, worauf man gar nicht gefasst war. Und das, was hier in dem Fall ist, ein gewisser Professor Helmke hat festgestellt, hat die Untersuchung analysiert und gesehen, von 30 Methoden, LDL ist ganz top. Und ich bin natürlich euphorisch. Gibt es das denn schon irgendwo publiziert, dass LDL nach Hattie top ist? Ja, ja, es ist also viele, wenn man nur im Internet schauen, Lernen durch Lehren plus Hattie und dann stößt man sofort auf diese Untersuchungen von Helmke. Also wenn ich das alles höre, klingt das so, als ob Jean-Paul wieder da ist. Du bist jetzt wieder beim Edu-Camp dieses Jahr. Hat sich's verändert, so mit einem Blick von 5 Jahren später drauf?
nicht sehr, also für mich sehr erfreulich, das hat sich nicht stark verändert. Interessant ist nur, dass Leute wie Kirchner und so, die früher mit Anzug gekommen sind, oder Schäppler, ganz anders ausschauen von der, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das hat sich weniger, das hat entbourgeoisisiert, wenn man so will. Das ist mir so aufgefallen. Ich hätte sie beinahe nicht erkannt, weil sie so lockerer war und am Anfang gar nicht in Murnau. Und wenn du jetzt nach Ingolstadt zurückfährst, was ist dein nächstes Projekt? Was willst du als nächstes stemmen? Was muss sich in Ingolstadt ändern? Wo muss das Volk gebildet werden? Wo kommt der Lehrer Jean-Paul Martin in Ingolstadt dann wieder zum Vorschein? Na gut, also ich habe bereits die Strukturen geschaffen. Also ich schildere schnell, was ich mache. Ich habe einen Kurs Glück im Alter mit älteren Leuten. Wir reflektieren philosophisch über, wie gestaltet man sein Leben, damit man glücklich wird. Dann habe ich einen Überblick über die Philosophie. Wohlgemerkt, ich habe nie Philosophie studiert, aber ich dachte, ein Feld, wo ich gar keine Ahnung habe, Philosophie interessiert mich, dann gebe ich Kurse. Und ich wurde gezwungen, wie ein Verrückter zu arbeiten, weil ich musste ja die Leute bedienen. Also kenne ich mich wirklich super aus, also biete ich da Kurse. Dann habe ich noch die Geschichte von Ingolstadt, weil ich mich mit dem Ort beschäftige und politisch aktivieren will. Und ich brauche dann Leute, die das umsetzen. Und schließlich mache ich Oldies für Oldies. Das ist so eine Disco für alte Menschen, also 70-Jährige, die auf Musik von den 70er, 80er Jahren tanzen. Und das ist auch ganz wichtig für mich, weil das gibt ein rundes Bild und das ist ein Glückslehrstuhl, den ich jetzt in Ingolstadt aufbaue. Also wirst du wieder als Professor tätig? Nee, also das Professor war nie so mein Ding. Als besessener Glückbringer, sowas ähnliches, ja. So, besessenes Neuron, würde ich mal sagen. Vielen Dank für das Gespräch, Jean-Paul. Ja, bitte, das hat mich sehr gefreut. Ja, also wirklich sehr.